Ich habe da gerade einen Roy gesehen. Okay. Bei Skelly hier also mit Roy unterwegs. Ah, da ist das Scorpion. Ah, hört mich nicht. Okay, also Skelly nicht gegen Momo, sondern gegen JL Musician. Ja, bin ich mal gespannt. Also den Roy habe ich tatsächlich nicht so oft gesehen. Der ist ziemlich neu bei Skelly. Skelly auch nicht mehr der aktivste Spieler natürlich, aber hin und wieder online oder dann mit Freunden dann doch immer noch dabei, nur trainieren oder sowas nicht zu, ne? Aber also kann man damit rechnen. Er hat schon noch die Fundies und sowas, was ja auch schon wichtig ist mit Roy, aber die super Übung wahrscheinlich nicht. Deswegen mal gucken, dass Skelly das manchmal hat, dass er einen Char einfach spielen kann. Bei Toon Link auch so ein bisschen so. Mal schauen, was er da so vorhat. Er hat auf jeden Fall vor, hier schon bei 80 sofort zu killen. Wie man gesehen hat mit der Side B eben gerade. Paper Third hier. Jab. Und der F-Tilt. So, gute Situation jetzt hier gerade. Normale Royce würden hier einfach Jab spammen wahrscheinlich. Jab into Back Air. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch möglich ist, aber wahrscheinlich schon. Huch. Oh, okay. Gleich ist auch schon wieder Arsene am Start. Allerdings, mal gucken, ob er das noch überlebt so lange. Nein. Okay, wie gesagt, Best of 5. Wir sind hier ganz am Anfang. Erster Stock geht allerdings an Skelly. Mal gucken, ob er das ganze Set auch an sich reißen kann. Dazu bräuchte er jetzt erstmal... Oh, oh, auf den Kopf gesprungen mit der Abi. Okay, 22% hat das gemacht. Das ist ja crazy. Oh, ja, eigentlich obvious da, dass da die Rolle kommt. Oh. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, ganz ehrlich. Sowas, was über den ganzen Bildschirm geht, verstehe ich nicht so wirklich in dem Fighting Game. Ich meine, sieht toll, sieht cool aus, aber ist eher distracting, ja. Gut, also JL Musician schafft es hier auszugleichen, hat ungefähr noch ein Viertel von Arsene übrig. Das hat sich erledigt, 74%. Mal schauen, ob Skelly hier schon irgendein Kill-Setup sich holen kann. Akkusativ, Fuego Elo und Scorpion. Das sollte möglich sein danach. Okay, so. Haben wir gesehen, wieder die Side B. Zumindest glaube ich das, gehört zu haben. Skelly also hier ab. Ein Stock. Und hat ja auch schon wieder einen Kombo-Starter. Juggelt einfach ein bisschen nach oben. So. Okay. Oh, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber vielleicht hat er versucht, irgendwie so einen Footstool zu machen oder so. Hier so ein Walljump, weiß ich nicht genau. Jedenfalls SD am Ende und wir gehen in Game Nummer 2. Ich werde mal die Zeit nutzen und nach den Jungs hier gucken, die ihr da geschrieben habt. Fuego Elo, Scorpion und Akkusativ. Gucke ich einmal kurz nach und dann bin ich wieder da. Okay, also Fuego Elo gegen Scorpion danach. Kann manchmal auch wieder zu Kanzel. Ja, okay, also es hat irgendwas mit Kanzel zu tun. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob das dann einfach so mit extra ein SD war, so von wegen so, ja komm, lass mich nochmal resetten und dann geht's weiter. War ich mir nicht ganz sicher, aber dann war es wahrscheinlich das. Und jetzt sehen wir auch schon eine deutlich bessere Leistung. Einfach nochmal einen Gang höher geschaltet. 47% jetzt schon, sieht gut aus. Ist ein bisschen cleaner geworden hier, auf jeden Fall. Und ja, die Landings werden jetzt ordentlich gepunished. Arsene lässt noch auf sich warten, so wie es aussieht. 110%, mal gucken, ob er den Kill holen kann. Musik richtig gut, ich weiß nicht, ob die gewählt war oder von selbst kommt, aber Molgerer Battle bei Wind Waker einfach so episch. Wirklich. Oh! Einer meiner Lieblingsbosse aus der Zelda-Reihe tatsächlich. Könnte natürlich ein bisschen schwerer sein, aber das ist eben Legend of Zelda, ne? Ist halt dann nicht mehr so schwer inzwischen. Oh, ja.
Genau, einfach weggecountert. 90%. Mal gucken. Ja, da haben wir es wieder. Also, was Ice-T eben gerade gesagt hat, irgendwas. Wer spielt wen? Blitz. Bei Blitz, das ist immer Skeddy. Das ist ein Kollege von ihm, der bei uns, der mit uns Brawl gespielt hat damals. Inzwischen natürlich nicht mehr, aber ne? Da kannst du dir immer sicher sein, dass es Skeddy ist. Er ist immer Skeddy 12 oder Blitz. Von daher Roy spielt der Jail Musician mit Arsene bzw. Joker unterwegs. Oh, schön gewartet von Skeddy. Das war, da hätte er nicht zu trigger-happy sein dürfen. Und hat das hier auf jeden Fall gut wieder zurückgeholt. Auch wenn es natürlich mit dem SD zusammenhing. Aber da hätte ich auf eine Rolle getippt. Oh. Okay, und damit ist Arsene weg. Mal schauen. Ah, okay. Der Skeddy hat auf jeden Fall gut adaptiert nach dem ersten Kill. Und oh mein Gott. Einfach die Side-B reingeklatscht. Ach so, wir machen das gar nicht so unbedingt mit links ist der linke Player und rechts ist der rechte Player. Das ist logistisch einfach ein bisschen nervig, deswegen muss man da immer ein bisschen raten. Aber ja, genau, jetzt gerade Jay Musician mit dem Kill, hat immer noch einen halben Arsene übrig, kann ja also gut Damage machen. Ja, jetzt aber hier ein harter Hit von Skeddy. Schafft sich gut Zeit zu holen und damit ist Arsene weg. Oh, okay, hat es hier mit Jab to Back versucht, hat nicht geklappt. Und damit steht und failed Roy halt, ne? Oh, schön, die Back Air. Und das ist der zweite, zweite Sieg hier für Skeddy. Oh, da steht 1-0 Jay in Position. Achso, ja, wahrscheinlich wird es gerade umgeswappt, ne? Ja, jedenfalls 2-0 für Skeddy jetzt gerade. Ja, wir hätten dich natürlich auch gerne dabei. Wir haben eine Umfrage laufen, tatsächlich, was ihr euch für NIZ Nummer 30, das Jubiläum, wünscht. Vielleicht schaffen wir das irgendwie, das nochmal reinzuposten in den Chat auch. Hier haben wir einen QR-Code. Genau, dann könnt ihr unsere Wünsche uns mitteilen, eure Wünsche uns mitteilen, damit wir wissen, was wir so planen können. Es ist ja dann auch schon im Januar, ne? Man denkt, okay, ist noch lange hin, aber eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht so lange mehr hin. Das Jahr geht dann doch immer schnell zu Ende. Ist ja jetzt auch schon Oktober. Okay, also, jetzt gucke ich das erste Mal richtig drauf und wir haben hier einen anderen Charakter und zwar Aegis. Okay, ich würde denken, dass Skeddy ein bisschen weniger Erfahrung gegen Aegis hat, aber auch nicht viel weniger. Wir haben einen Local Arounder, und zwar Repus, gegen den relativ häufig gespielt und der hat beide Charaktere gespielt. Mal gucken. Oh, der Upsmash ist schwach. Okay, jetzt gehen wir auf Pyra für die Kills. Mal schauen, was er sich da ausdenkt. Oh, ja, aber wenn man durch Blazing Edge durchkommt und der Gegner kein Schwert hat. Okay, wir gehen wieder auf Mithra tatsächlich. Dadurch fehlt natürlich dann wieder ein bisschen die Killpower. Oh, jetzt sind wir wieder auf Pyra. Das sieht man bei dem Skin gar nicht so gut. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, die Decke killt. Keinen großen extra Damage bekommen. So, schauen wir mal. Also, Smoothing ist ja schon relativ clean. Zumindest mit Mithra. Das war auch ein guter Switch gerade. Oh. Aber das kennen wir doch. Immer zur Stage. Oh, und trotzdem der F-Smash. Meine Güte. Man hat das Gefühl, Jay, the Musician, schafft es dann doch mal, die Lead zu holen und hat jetzt die Oberhand. Dann kommt sowas von Skeddy einfach so aus dem Handgelenk, einfach ein F-Smash oder einfach irgendwelche Hard-Hits. Natürlich waren da auch ein paar SDs bei, zwei Stück, glaube ich. Die haben wir dieses Game jetzt noch nicht gesehen. Aber
Scary schafft es eigentlich ziemlich konstant früh zu killen. Mit der Side B, mit den Smashes, mit den Back Airs. Aber eher auch so raw. Also nicht so mit Setups oder so, sondern eher einfach raw. Okay, da killt dann auch mal Mithra mit dem F-Smash. So. Das könnte das letzte Game sein. Aber noch hat JL Musician hier die Chance, ein Game zu holen. Oh, er hat es wieder versucht. Diesmal zur Stage hin tatsächlich. Aber gutes Mix-up von JL Musician. Und da sind wir auf Pyra. Ah, okay, nur kurz. Für das Movement jetzt wieder auf Mithra. Okay. Ja, jetzt könnte es knapp werden. Oh mein Gott, der Side B. Und wieder. Wieder so early. Diese Early Kills einfach von Skelly. Okay, ja.